Ich sag's mal so, also unser nächster Gast kommt sozusagen live aus dem Wald und jetzt auf unsere Showbühne. Ich bitte auf die Bühne Markus Heinsdorf. Wir hatten uns darauf geeinigt, dass wir vorher die akademischen Titel nicht nennen, weil das irgendwie auch beeinflussen könnte oder so. Aber man ahnt vermutlich schon, dass Sie sozusagen schon auf der anderen Seite stehen, wo wir alle noch hinwollen. Ne? Also damit meine ich sozusagen den Titel, jetzt nicht den Wald, aber ich hatte ja angekündigt, so kleine Gespräche am Anfang immer. Ich muss Sie was fast Privates fragen, auch wenn es nicht ganz privat ist. Aber ich habe ja so ganz viel so mit Medienkram und Künstlern zu tun, da sind viele Aussteiger dabei. Und da sind ganz viele dabei, die machen halt irgendwas mit Holz. Tischler oder eben Forstwirtschaft oder so. Geht der Trend zum Holz? Also nicht nur beim Wohnen? Auf jeden Fall. Holz ist ein Werkstoff, universell einsetzbar. Und ich kann da noch etwas hinzufügen. Ich hatte auch große Probleme beim Studium früher. Mein Physikprofessor hat zu mir einmal gesagt, Sie sind dumm wie ein Sack Holz. Das ist wirklich gemein. Sie haben wahrscheinlich gerade gemerkt, es ist nicht so, dass ich jetzt aus Respektlosigkeit das Mikrofon nicht rübergehalten hätte. Sie haben sich entschieden, ohne Mikrofon zu sprechen. Das müssen Sie wahrscheinlich im Wald sonst auch bei Ihren Studierenden. Ne? Da ist ja auch keine Mikrofonanlage da. Insofern wunderbar. Sie kennen das Spiel. 10 Minuten. Top, die Wette gilt. Ja, einen schönen guten Abend. Mein Name ist Markus Heinsdorf. Ich bin ein brandenburgischer Forstmann in Thüringer Diensten und möchte Sie heute auf eine Reise mitnehmen in den Wald, möchte Forschungsergebnisse von mir und meinen ehemaligen und jetzigen Studenten vorstellen. Und dazu sind wir schon in der Einführung. Ich habe ganz bewusst hier 3 Bilder genommen. Einmal eine Klimaentwicklung. Hier sehen wir das mittelalterliche Klimaoptimum, die kleine Eiszeit, da loderten die Scheiterhaufen, da wurden die Hexen verbrannt. Deswegen wurde es nicht wärmer, aber es hat vielfach Ökosysteme beeinflusst. Der norddeutsche Waldbau kam zum Erliegen und wir sind heute jetzt im modernen Klimaoptimum, was die Waldökosysteme auch wieder sehr beeinflusst. Hier eine Pflanze. Ein Pflanzverfahren, ich komme gerade von einer Übung im Wald, das ist richtig, ich habe heute 6 Stunden Studenten versucht anzuleiten für Pflanzverfahren. Hier ein Bild, Rekultivierung von Bergbaufolgelandschaften, ganz aktuell Ausstieg aus der Braunkohle. Hier stellen wir Förster wieder Waldökosysteme hin und hier ist eine Sukzession aufgezeichnet. Ich vertrete das Fach Waldbau und möchte die Definition, die in den Lehrbüchern stehen, mit einem Zitat von Schiller bringen. Denn Schiller, einer unserer großen Dichterfürsten, hat ja eine Försterstochter geheiratet. Und als ihm der Schwiegerpapa erklärte, was Waldbau, Forstwirtschaft bedeutete, da tat Schiller diesen Ausspruch: Ihr wirket groß, frei und unerkannt, frei von des Egoismus, Tyrannei. Eure Früchte reifen selbst der späten Nachwelt noch. Was wollte Schiller uns damit sagen? Wenn ein Förster etwas im Wald tut, erntet er niemals seine eigenen Früchte. Es dauert 180 Jahre, bis eine Eiche hiebsreif ist. Jetzt bin ich schon in der Geschichte. Wie sahen die Wälder um 1700 aus? Total devastiert, ausgenutzt. Es gab eine große Holznot. Die Nährstoffkreisläufe waren entkoppelt, weil man die Biomasse aus dem Wald komplett herausgeräumt hat. Die Böden waren verarmt, alte Zeichnungen in Thüringen zeigen das. Und das war die Geburtsstunde meines Fachgebiets des Waldbaus und einer modernen Forstwirtschaft. Ich möchte das mal versuchen, an einem Revier zu zeigen. Das ist in einem Revier in Brandenburg, wo ich lange Jahre gearbeitet habe. Da haben wir den Boden kartiert. Sie müssen nur heute mitnehmen, die gelbe Farbe hier oben bezeichnet sehr arme Humuszustände im Jahr 1912. Das ist eine Rekonstruktion von Kollegen, die aus Waldbeschreibungen und Analysen rückwirkend eine Bodenbeschreibung gemacht hat. Wie sah es 1994 aus? Die gelbe Farbe ist in vielen Teilen verschwunden durch die forstliche Tätigkeit. Dort haben die Förster wieder Waldökosysteme hingestellt, die näher an der Natur sind und da wollen wir hin. Wie sieht nun so ein Naturwaldökosystem aus? Habe ich eins aus meiner Heimat im nordostdeutschen Tiefland mitgebracht, ein Bärkrautkiefernwald. Wir alle kennen Blaubeeren, die wachsen dort ganz natürlich.
Die Kiefern sind hier schon weit über 100 Jahre alt, der Boden ist arm, sie wachsen nicht in den Himmel. Aber jetzt kommt eins dazu, worüber ich mich lange mit befasst habe, Stickstoffeinträge, Fremdstoffeinträge aus den Auspuffausgasen aus der Industrie und Landwirtschaft. Und hier wurde ein Modell entwickelt, das sieht erstmal knochentrocken aus, ist es auch, aber es soll verdeutlichen, wenn mehr Stickstoff in den Wald geht, wächst der Wald erst einmal besser, bis eine Phase maximaler Sättigung erreicht ist und dann löst sich ein Wald, hier speziell ein Kiefernbestand, auf und er ist anfällig für Schädlinge. Das haben wir Menschen angerichtet, weil wir viel Landwirtschaft betreiben, weil die Landwirtschaft Stickstoff düngt und weil es sehr viele Autos gibt. So könnte der Wald, oder so sieht er dann aus, es haben sich Grasdecken hier gebildet, die den überschüssigen Stickstoff in die Biomasse einkorporieren. Dieser Wald ist sehr anfällig gegen Waldbrände. Hier verbergen sich Mäuse, es sind keine anderen Glieder der Bodenvegetation mehr vorhanden. Ein reiner Kunstforst, den wir Förster umwandeln wollen. Mit diesem Bild möchte ich Ihnen zeigen, was den Wald bedroht. Sturmkatastrophen, aufgenommen auf einer Waldbauexkursion im Schwarzwald, ehemalige Studentin von mir. Hier möchte ich mir zeigen, welche Kräfte wirken vom Orkan, um einen Baum so zu zersplittern. Damit müssen Förster auch fertig werden. Der Waldbesitzer ist hier geschädigt. Es können Borkenkäfer kommen. Hier muss auch wieder der Waldbau sich überlegen, wie bekomme ich schnellstmöglich Wald hin. Ein anderes Bild soll verdeutlichen, in Wels habe ich das mal aufgenommen, eine Vollerntemaschine, eine Wuchsplantage, englische Forstwirtschaft, hier wird nur genutzt und wenn wir fertig sind, sieht es dann so aus. Man kann jetzt darüber spekulieren, welche Auswirkungen hat das auf das Ökosystem, möchte ich dafür reichen, die 10 Minuten nicht. Man könnte über die Waldästhetik diskutieren, sind das so schön oder nicht, der eine oder andere findet das schön. Aber mit dem nächsten Bild frage ich, ist das der richtige Weg, den die Kollegen in Wales und in Großbritannien gehen? Das war ja ein Privatwald. Auf dieser Pflasterstraße in einer Leeroberförsterei möchte ich Sie noch mitnehmen. Hier ein relativ naturnaher Wald, wo schon viele Förstergenerationen gearbeitet haben. Die nächste Folie soll zeigen, ich befasse mich auch sehr viel mit, wie sind Bäume ernährt. Das sieht hier erstmal schön aus. Der Experte kennt, die gelb-grüne Farbe deutet auf einen Kiefer hin, die hungert. Hier ist ein wichtiges Nährelement im Mangel Magnesium. Magnesium ist ja wichtig für Sportler, auch für Bäume, im Chlorophyll. Und die Kiefern sind sterbenskrank. Wir haben Düngeverfahren entwickelt, um diese auch wieder ergrünen zu lassen. Das Tragische ist nur, hier hinten, was Sie jetzt nicht wissen, hier baggert der Braunkohlebagger, diese Fläche existiert nicht mehr in der Lausitz, hier wird die Kohle verstromt. Auch da müssen sich Förster Gedanken machen, wenn die Kohle im Abbau gestoppt wird, wie bekommen wir dort Waldökosysteme hin? Auch da haben wir Forschungsergebnisse. Hier so ein Gebiet, ein ehemaliger Kollege von mir läuft hier lang, diesen Waldbestand haben wir begründet mit Pflanzung, wir untersuchen, wie wachsen dort Eichen? Auf diesen degradierten Standorten im Unterboden sind noch Tertiärkiese, weil die Braunkohle stammt ja aus dem Tertiär. Als kleiner Junge habe ich dort gerne Bernsteine gesucht. Die hat man auch gefunden dort, weil niemand auf die Idee kam. Die gibt es nämlich auch da, nicht nur an der Ostsee. Der Kollege hat hier noch eine Schrotflinte, vielleicht etwas zu erkennen. Damit haben wir Nadelproben auch abgeschossen, weil wir Zapfenflicker nicht mehr bezahlen können und diese Nadeln werden im Labor analysiert. Auf dem nächsten Bild, auch das ist noch einmal vielleicht knochentrocken. Wir haben an Versuchsflächen das über mehrere Jahrzehnte beobachtet und hier haben wir uns das Element Schwefel herausgenommen. Schwefel bekanntlich ja ein Belastungsmoment in der Atmosphäre gewesen. Auch Erfurt hatte vor 1990 sehr hohe Schwefelbelastungen, der Thüringer Wald nicht so stark, aber das Erzgebirge. Hier sehen wir anhand der analysierten Schwefelwerte, 1984 waren die hier noch sehr hoch in den Nadeln und 1990 drastisch zurückgegangen, das hängt mit dem Zusammenbruch der Braunkohleindustrie zum Teil nach der Wende. Und jetzt haben sich die Schwefelwerte auf ein normales Maß eingepegelt. Die Wälder, die wir dort untersucht haben, leiden nicht mehr unter dem Schwefeleintrag.
Eine ganz wichtige Erkenntnis, Probleme sind natürlich, wie wirkt der Schwefel weiter im Boden als Schwefelsäure, Versauerungsprozesse möchte ich heute jetzt nicht erklären. Das nächste Bild, fassen wir einmal zusammen, womit haben wir uns mit Bildern befasst? Ich habe Ihnen Waldökosysteme vorgestellt, die entwickeln sich in Abhängigkeit von der Zeit. Ich habe das mal als ökologische Fahrrinne dargestellt, das sind auch ehemalige Kollegen von mir. Eine Merkmalskonfiguration kann sein, die Artenvielfalt der Bäume, die Biomasseproduktion. Sie sollen von dieser Folie mitnehmen, Wälder wachsen und verändern sich, wenn auch in sehr langen Zeiträumen. Das ist oft ein Diskussionspunkt, wenn wir mit dem Naturschutz in wissenschaftlichen Meinungsstreit treten. Wollen wir einen Prozessschutz, ja, ein Waldökosystem kann sich entwickeln, oder wollen wir einen stationären Schutz? Soll alles so bleiben, wie es ist? Da scheiden sich auch die Geister. Hier zeige ich Ihnen mal einen wunderschönen Wald hier aus Thüringen, den Plenterwald. Plenterwald ist ein alter Begriff vom Plündern, aber hier sind alle Durchmesser der Buche vorhanden auf einem Fleck. Es ist hier schon noch relativ hell, weil ich das Bild im Frühsommer aufgenommen habe. Jetzt komme ich zu guten Bachelorarbeiten, die ich betreut habe, sind längst schon Revierförster. Er hat hier in Thüringen untersucht, in Bad Berka, wie kann ich Waldbestände günstig verjüngen. Die Studenten müssen bei mir auch immer ein Bodenprofil buddeln. Na, das ist hier so ein Pseudoglei, weiß der Bodenkundler, erkenntlich durch Stauwassereinfluss, sieht aus wie Omas Marmorkuchen. Jeder Student muss sowas buddeln, der bei mir die Diplomarbeit schreibt. Dann hat er hier verschiedene Verjüngungsformen, ein Schirmschlag, das sieht so aus. Das nenne ich ein i-Tüpfelchen. Dankeschön.